Mein Name ist Dieter Leopold und ich bin Jahrgang 1958. Ich bin vielleicht ein kleiner Dinosaurier, so. Ich bin seit 46 Jahren bei Franz Carl Weber. Also ich denke, Spielen ist ja ein Bestandteil des Lebens. Und wir sehen es bei uns jetzt da in dieser technischen Abteilung natürlich auch, dass es sehr viele erwachsene Leute gibt, die auch gerne spielen. Also es gibt Leute, die kaufen sich auch für sich persönlich ein ferngesteuertes Auto. Wir hatten gleich heute Morgen einen Kunden, der hat für mehrere hundert Franken ein ferngesteuertes Auto gekauft. Mein Lieblingsspielzeug war ein Amphibienfahrzeug von Schuko. Das konnte eben gleichzeitig im Wasser schwimmen wie ein Boot und konnte aber auch auf dem Boden fahren. Das habe ich auf Weihnachten gekriegt, weil das habe ich mir lange gewünscht. Und das war für mich damals das Größte. Und interessanterweise, weil ich ja auch wieder Spielwaren sammle, dieses Fahrzeug habe ich wieder. Also das musste ich über das Internet, auf einer Auktion, konnte ich wieder so ein Fahrzeug ersteigen. Und das steht jetzt bei mir wieder zu Hause. Ich denke, Spielen gehört einfach zum Leben. Und man sollte sich nicht irgendwie genieren, dass man sagt, ja, ich bin doch kein Kind mehr, da darf ich nicht mehr spielen, sondern auch Erwachsene dürfen spielen und sollen spielen, weil es ist einfach etwas Schönes. Eine andere Geschichte war, dass sich Kinder, das waren zwei Kinder, die haben sich einschließen lassen in unsere Filiale und die haben dann quasi die ganze Nacht haben die mit Märklin Eisenbahn gespielt. Als wir am Morgen gekommen sind, waren x Packungen, Schienen und Startpackungen ausgepackt, auf dem ganzen Boden aufgebaut und die haben die ganze Nacht haben die Eisenbahn gespielt. So. Und seitdem wissen wir eben auch, dass wenn wir den Laden schließen, gehen wir noch einmal durch die Gestelle, schauen in den Hinterräumen, ob wirklich alle draußen sind. So. Weil dort haben wir nicht aufgepasst und die haben das natürlich ausgenutzt. Also ich denke, für Kinder wahrscheinlich auch so ein Traum, den man mal erleben möchte, eine Nacht bei Franz Carl Weber spielen, was man will.